Von Serien, die verlängert, dann gestrichen und manchmal sogar wieder ungestrichen wurden, war 2022 eine beängstigende Zeit, um eine Fernsehserie zu mögen. Und dabei ist das Blutbad bei HBO Max noch nicht einmal erwähnt. Hier sind einige der wichtigsten Serien, die im Jahr 2022 abgesägt wurden. In der Netflix-Serie Warrior Nun, die erstmals 2020 ausgestrahlt wurde, spielte Alba Baptista als Ava Silver ein Waisenkind, das in einer Leichenhalle aufwacht und feststellt, dass sie übernatürliche Kräfte hat. Ava erfährt, dass sie die Auserwählte ist und der Order of the Cruciform Sword angehört, einer alten Gruppe von Kriegernonnen. Sowohl die Mächte des Guten als auch des Bösen wollen Avas Kräfte nutzen und so muss sie kämpfen, um ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Viele Fans der Serie mochten die Action, bei der es um Leben und Tod geht, sowie die wachsende Beziehung zwischen Ava und ihrer Mitschwester Beatrice. Leider reichte die Begeisterung der Fans nicht aus, um die Serie vor dem Aus zu bewahren. Im Dezember 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Serie nicht für Staffel 3 zurückkehren würde. Die Entscheidung, die Serie abzusetzen, ist besonders rätselhaft, wenn man bedenkt, dass Warrior Nun auf Rotten Tomatoes die höchste Einschaltquote aller Netflix-Serien hat. Vor allem weibliche und LGBTQ+-Fans waren über die Absetzung der Serie erschüttert, da Netflix anscheinend die Angewohnheit hat, Serien abzusetzen, die von jungen Frauen und queeren Menschen geführt werden. Nach der Ankündigung wurde der Hashtag #RenewWarriorNun auf Twitter verbreitet, da die Fans hofften, dass ihre Lieblingsserie von einem anderen Sender wiederbelebt werden würde. Die historische Serie Gentleman Jack, eine Koproduktion zwischen HBO und der BBC, folgt der fleißigen Landbesitzerin Anne Lister. Basierend auf Listers eigenen umfangreichen Tagebüchern verfolgt die Serie ihr Leben im Halifax der 1830er Jahre. Während sie sich in Politik und Wirtschaft engagiert, entwickelt Lister auch eine Beziehung zu Anne Walker, einer Landbewohnerin, die ihre Ehefrau und Lebenspartnerin wird. Die Serie war besonders bei LGBTQ+-Frauen beliebt und die BBC produzierte sogar eine Dokumentation mit dem Titel Gentleman Jack Changed My Life. But we're not alive, are we? If we're not taking the odd risk. Leider reichte das Engagement der Fans nicht aus, um die Serie zu retten, und HBO verkündete ihre Absetzung im Juli 2022. Laut Radio Times hat Serienschöpferin Sally Wainwright die Option erörtert, dass die Serie von einem anderen Sender übernommen wird, doch das ganze Jahr verging, ohne dass etwas dabei herauskam. Nach der Absetzung der Serie meldeten sich die Fans der Serie auf Twitter mit dem Hashtag #SaveGentlemanJack zu Wort und einige reisten sogar zu Anne Listers Stammsitz Shipton Hall, um an einem Flashmob teilzunehmen, wie die Yorkshire Post berichtete. Die Serie lief nur zwei kurze Staffeln und angesichts der Tatsache, dass Listers Tagebücher mehr als 4 Millionen Wörter umfassen, gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen. Es gibt nichts Vergleichbares zur HBO-Serie Los Espookies. Die spanischsprachige Serie spielt in einem nicht näher benannten Land in Lateinamerika und handelt von einer Gruppe von Freunden, die ein Horrorgeschäft gründen, in dem es ihre Aufgabe ist, schreckliche Szenen für ihre Kunden zu kreieren. Das Unternehmen wird von dem horrorbegeisterten Reinaldo geleitet, der von seinem besten Freund und seinen Schwestern unterstützt wird. Die Serie ist eine urkomische, seltsame und surrealistische Komödie wie keine andere. Leider hat HBO die Serie nach nur 2 Staffeln abgesetzt, sehr zur Enttäuschung der Fans. Viele Fans betrauerten den Verlust einer wirklich einzigartigen Latino-Serie, die sich nicht um US-Interessen drehte. Die Fernsehkritikerin Emily Nussbaum äußerte sich auf Twitter zu ihrer Enttäuschung und schrieb: "Es war eine alberne, selbstbewusste, stilisierte Komödie mit fantastischen Charakteren, die in einem sehr spezifischen, camp, queer, satirischen Universum spielt. Es war ein bisschen wie What We Do in the Shadows, eine gewagte Komödie, die sich nie anbiedert. Man sollte meinen, dass ich über Serien, die abgesetzt werden, hinweg bin, doch die Serie hätte mindestens 3 Staffeln verdient." Es gibt immer mehrere Medizindramen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgestrahlt werden. Aber keine kommt an den Erfolg von Grey's Anatomy heran. New Amsterdam, das auf dem Buch 12 Patients, Life and Death at Bellevue Hospital basiert, hatte es schwer, sich auf Dauer zu halten. Die Serie folgt Dr. Max Goodwin, einem begabten Arzt, der zum medizinischen Leiter von New Amsterdam, dem ältesten öffentlichen Krankenhaus in Amerika, ernannt wird. Dr. Goodwin macht sich daran, das System zu reformieren und die veraltete Bürokratie aufzurütteln, die eine gute medizinische Versorgung behindert. You sure you got time for this? I got all the time in the world. Die Serie wurde für ihre einzigartige Interpretation des Medizindramas gefeiert, die sich mehr auf das Versagen der Institution als auf das pikante Drama zwischen Ärzten und ihren Patienten konzentrierte. Allerdings wurde sie auch regelmäßig für ihren Mangel an Feingefühl kritisiert. Die Einschaltquoten der Serie waren anfangs gut, begannen dann aber zu sinken, was zur Absetzung der Serie im Jahr 2022 führte. Viele Fans äußerten ihre Enttäuschung über die 5. und letzte Staffel der Serie, die scheinbar die geliebte Romanze zwischen Max und seiner Kollegin Dr. Helen Sharp zerstörte.
CW ist seit langem in erster Linie als Fernsehsender für Teenies bekannt. Eine der beliebtesten Serien der 2010er Jahre war The Vampire Diaries, eine düstere, unheimliche Serie, die sich den Blutsaugerwahn der damaligen Zeit zunutze machte. Die Serie brachte zwei Spin-offs hervor, die Originals und Legacies. Wie der Titel schon sagt, folgt Legacies der zweiten Generation der Charaktere, die wir in The Originals kennengelernt haben. Klaus' Tochter Hope und Alarics Zwillinge Lizzie und Josie sind Schüler an der Salvator School for the Young and Gifted, einer Akademie für junge Hexen, Vampire und Werwölfe. Neben den übernatürlichen Elementen waren die Fans der Serie besonders von einigen der jungen Paare angetan. Wie Entertainment Weekly berichtete, markierte die Absetzung von Legacies nicht nur das Ende einer einzelnen Serie, sondern einer ganzen Ära. 2023 wird zum ersten Mal seit 13 Jahren keine Vampire Diaries Serie mehr ausgestrahlt. Nichtsdestotrotz ist der Vampirwahn noch nicht ganz vorbei. Wie Variety berichtete, arbeitet Schöpferin Julie Plec derzeit an einer Vampire Academy Serie für Peacock. Netflix produziert bekanntlich eine Menge Inhalte und nicht alles davon wird ein Riesenhit. Im Sommer 2022 sah es so aus, als hätte Netflix einen weiteren Gewinner in den Händen, aber eine Verlängerung war einfach nicht in Sicht. First Kill ist eine Romeo und Julia-ähnliche Version der Vampir-Liebesgeschichte, nur mit einer anderen Wendung. Die Serie folgt Juliette, einer jungen Frau, die Gefühle für ihre Mitschülerin Calliope entwickelt. Das einzige Problem ist, dass Juliette ein Vampir und Calliope eine Monsterjägerin ist und dass ihre verfeindeten Familien sich gegenseitig umbringen wollen. Die Fans waren von der seltsamen Interpretation der Vampir-Liebesgeschichte begeistert und es entwickelte sich sofort eine blutdurstige Fangemeinde. All I wanted to do was kiss you. Trotz der großen Aufmerksamkeit der Fans wurde First Kill weniger als zwei Monate nach der Premiere der ersten Staffel abgesetzt, wie Deadline berichtete. Das Time Magazine schrieb, dass die Absetzung der Serie rätselhaft sei und schrieb, obwohl Netflix viele seiner Zahlen nicht preisgibt, war First Kill drei Wochen lang in seiner globalen Top 10 TV-Liste und wurde allein in dieser Zeit 97,66 Millionen Stunden gesehen. Enttäuschte Fans wiesen schnell auf die Tatsache hin, dass queer-zentrierte Serien oft als erste auf der Abschussliste stehen, wobei First Kill ein weiteres Beispiel für dieses beunruhigende Muster ist. Die Showrunnerin Felicia D. Henderson erklärte gegenüber The Daily Beast, dass sie von den mangelnden Bemühungen von Netflix bei der Vermarktung der Serie enttäuscht sei, was möglicherweise zum endgültigen Aus der Serie geführt habe. Die Absetzung der HBO Max-Serie Minx ist wahrscheinlich die bisher seltsamste. Die Serie spielt in den 70er Jahren und begleitet Joyce Prigger, eine junge Feministin, die in Los Angeles lebt. Joyce geht eine unwahrscheinliche Partnerschaft mit Doug, einem schäbigen Verleger, ein, um das erste Erotikmagazin für Frauen zu gründen. Die Serie wurde von den Kritikern positiv bewertet, wobei viele anmerkten, dass die Serie ihre Cleverness nicht für Lacher opferte. Was die Absetzung der Serie so merkwürdig macht, ist die Tatsache, dass sie bereits für eine zweite Staffel verlängert war, als sie abgesetzt wurde. Noch merkwürdiger ist die Tatsache, dass Staffel 2 schon fast fertiggestellt war, als die Nachricht von der Absetzung aufkam. Hauptdarsteller Jake Johnston schrieb auf Instagram: Wir sind von HBO Max entfernt worden, aber wir arbeiten immer noch an der Fertigstellung der Staffel. Zum Glück haben sie die Produktion nicht gestoppt. Wir sind ungefähr eine Woche davon entfernt, mit den Dreharbeiten fertig zu sein. Die Absetzung von Minx ist mit ziemlicher Sicherheit eine weitere Sparmaßnahme von HBO Max, das seit der Fusion mit Discovery immer wieder Sendungen abgesetzt hat. Aber es gibt einen seltenen Silberstreif am Horizont für diese Serie. Einen Monat nach der Absetzung der zweiten Staffel wurde bekannt gegeben, dass die Serie von Starz übernommen wurde, was der ganzen harten Arbeit eine Chance gibt, das Licht der Welt zu erblicken. Look, what you made, it means something to people and I didn't know what to do with that. Die HBO-Serie Westworld, die auf dem gleichnamigen Film von Michael Crichton basiert, war einst eine der größten Serien, die die Plattform zu bieten hatte. Die Serie erhielt in vier Staffeln sage und schreibe 54 Emmy-Nominierungen. Laut Deadline war Staffel 1 der Serie mit durchschnittlich 12 Millionen Zuschauern die meistgesehene erste Staffel aller HBO-Serien. Die dystopische Serie spielt in einem futuristischen Western-Vergnügungspark, der von Hosts betrieben wird, einer Gruppe von Androiden-Robotern, die so programmiert sind, dass die Besucher ihre wildesten Fantasien ausleben können. Die Erinnerungen der Hosts werden nach jeder Sitzung gelöscht und sie sind nicht in der Lage, sich zu wehren, bis ein Software-Update zwei Hosts dazu bringt, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen und empfindungsfähig zu werden. Do you have a dream you're someone else? Trotz seines Status als eine der erfolgreichsten Serien von HBO wurde Westworld im November 2022 nach Abschluss der vierten Staffel abgesetzt. Nach Angaben von The Hollywood Reporter gingen die Zuschauerzahlen in den Staffeln 3 und 4 deutlich zurück und die Zuschauer fanden es immer schwieriger, den komplizierten Handlungssträngen zu folgen. In einem Interview mit Deadline verriet Mitschöpfer Jonathan Nolan: Wir hatten immer eine fünfte und letzte Staffel geplant. Wir sind immer noch in Gesprächen mit dem Sender. Wir hoffen sehr, dass wir sie machen werden.
Es gibt keine Talkshow wie Deeces and Marrow, weshalb ihr plötzliches Verschwinden von unserem Bildschirm so enttäuschend ist. Die Serie wird von Deeces Nice und The Kid Marrow moderiert und ist aus ihrem erfolgreichen Podcast Bodega Boys hervorgegangen. Die aus der Bronx stammenden beiden haben einen einzigartigen Talkshow-Stil, in dem sie Themen wie Sport, Popkultur und Politik mit respektlosem Witz und unkonventionellen Kommentaren behandeln. Ihre Show wurde ursprünglich auf dem inzwischen eingestellten Sender Viceland ausgestrahlt, bevor sie 2019 zu Showtime wechselte. Im Jahr 2022 wurde jedoch bekannt gegeben, dass die Serie nicht fortgesetzt werden würde, sehr zum Leidwesen der treuen Fans. Das Ende der Serie kam für viele überraschend, obwohl Marrow im August 2022 im Basic-Podcast erzählte: Deeces und ich hatten über ein Jahr vor dem Ende der Serie darüber gesprochen, getrennte Interessen zu verfolgen, und dieses Gespräch hat uns darin bestärkt, allgemeine Vereinbarungen zu unterzeichnen, die unsere Intention, unabhängig voneinander zu arbeiten, anerkennen. Reboots sind nicht immer erfolgreich, doch es schien, als ob Peacocks neue Vision für California High School eine der glücklichen sein könnte. Die Serie, die 2020 Premiere hatte, konzentrierte sich auf eine neue Generation von Schülern an der Bayside High, nachdem der Gouverneur angeordnet hatte, Schüler aus einkommensschwachen Familien an die renommierte Schule zu versetzen. Die Serie brachte auch mehrere Charaktere aus dem Original zurück, darunter A.C. Slater, gespielt von Mario Lopez, Jesse Spano, gespielt von Elizabeth Berkeley, und Zach Morris von Marc-Paul Gosselaar. Die Serie wurde von den Kritikern positiv bewertet. So schrieb The Guardian: Das Reboot stellt soziale Themen auf eine Art und Weise dar, die sich authentisch anfühlt und mit dem Ton der Serie übereinstimmt. Leider wurde California High School im Mai 2022 abgesetzt, sehr zur Enttäuschung der Fans, die über das abrupte Ende frustriert waren, wie Deadline berichtete. Zum Beispiel schien es so, als würden Jesse und Slater am Ende von Staffel 2 eine Beziehung eingehen. In der Zwischenzeit sagte die Showrunnerin Tracy Wickfield gegenüber TV-Line, dass sie Lea Remini als Stacy für Staffel 3 zurückholen wollte, was wir leider nie zu sehen bekommen werden. I mean, you were right. The only way through hard things is together. Legendary konzentrierte sich auf die queere und transsexuelle Ballroom-Community und orientierte sich am Format von Reality-Shows wie Project Runway und America's Next Topmodel. In jeder Staffel zeigten mehrere Teams, die sogenannten Houses, ihre Voguing-Fähigkeiten und Modedesigns und hatten die Chance, einen Geldpreis zu gewinnen. Legendary war sowohl für die Zuschauer als auch für die Teilnehmer eine freudige und wichtige Erfahrung. Als eine der wenigen Sendungen, die sich auf die Talente queerer schwarzer Menschen konzentrierte, waren die Fans verständlicherweise verärgert, als die Serie im Dezember 2022 abgesetzt wurde. In einem Bericht über die Absetzung schrieb Dem: In einer Zeit der Anti-LGBTQ-Plus-Hetze sagten die Talente hinter der Serie, dass sie in der dritten Staffel eine besondere Dringlichkeit verspürten, junge queere Menschen zu repräsentieren und zu unterstützen, indem sie ihre Talente vorstellten. Bull passt genau in das Programm von CBS, das voller Krimi- und Gerichtsserien ist und handelt von der bisher wenig bekannten Welt der Rechtsberatung. Inspiriert von der früheren Karriere des Talkshow-Moderators und ausführenden Produzenten Dr. Phil McGraw, lief die Serie 6 Staffeln lang auf CBS und war in den ersten beiden Jahren unter den 10 meistgesehenen Sendungen des Fernsehens. Doch dann twitterte Hauptdarsteller Michael Weatherly am 18. Januar 2022, dass er bereit sei, Bull zu verlassen, und CBS entschied sich daraufhin, die Serie abzusetzen, anstatt sie ohne ihren Moderator fortzusetzen. Außerdem war die Serie nach 6 Staffeln nicht mehr der Quotenmagnet, der sie einst war. Sie war das 8 meistgesehene CBS-Drama unter allen Zuschauern und lag bei den begehrten 18- bis 49-Jährigen auf dem letzten Platz. But I feel confident we can turn that around in another generation or two. Im Januar 2022 startete ABCs Gelobtes Land eine Rückkehr zu den Primetime-Seifenopern der 70er und 80er Jahre. Der Schauplatz war ein malerisches kalifornisches Weingut, in dem die Machenschaften und romantischen Verstrickungen mehrerer Generationen einer weitläufigen, verwöhnten Familie dargestellt wurden. Leider erzielte Gelobtes Land in der Staffel zwischen 2021 und 2022 die niedrigsten Einschaltquoten aller ABC-Serien und lief nur 5 Folgen lang in der Hauptsendezeit. Die nachfolgenden Folgen wurden dann direkt auf Hulu ausgelagert. Zwar beteuerte Serienschöpfer Matt Lopez auf Instagram, dass dieser Schritt nicht gleichbedeutend mit einer Einstellung der Serie sei, doch die niedrigen Einschaltquoten und die kurzerhand erfolgte Absetzung machen eine zweite Staffel höchst unwahrscheinlich. Robert Langdon ist ein weltbekannter Symboliker, der Experte für die Suche nach Hinweisen in alten Kunstwerken und historischen Artefakten, um weitreichende Verschwörungen aufzudecken. Er ist der Held mehrerer Bestseller-Romane von Dan Brown sowie von The Lost Symbol, einem Peacock-Original aus dem Jahr 2020, mit Ashley Zuckerman in der Rolle des Langdon. Browns Romane waren allesamt große Bestseller und die 3 Verfilmungen mit Tom Hanks in der Hauptrolle spielten weltweit mehr als 1,4 Milliarden Dollar ein. Allerdings spielte jeder Film weniger ein als der vorherige und der letzte kam mehr als 5 Jahre vor dem Erscheinen von The Lost Symbol in die Kinos. Vielleicht ist die Zeit von Robert Langdon also einfach vorbei. Im Januar 2022 hat Peacock die Serie abgesetzt. Eine Quelle sagte gegenüber Variety, dass der Streamer und die Produzenten der Meinung waren, dass sie in einer Staffel bereits die ganze Geschichte erzählt haben.
Die Netflix-Serie Gente Fight spielt im Osten von Los Angeles und erforscht die Erlebnisse von Latinos, die versuchen, sich in einer gentrifizierten Nachbarschaft durchzusetzen. Im Mittelpunkt steht die Familie Morales, die das Restaurant ihres Großvaters weiterführt, ihre eigenen Träume verfolgt und gegen die doppelte Bedrohung durch Einwanderungsbehörden und Gentrifizierung kämpft. Trotz anfänglicher Anzeichen von Erfolg, einschließlich guter Kritiken, hat Gente Fight Qualität gegen Quantität eingetauscht und nie ein großes Publikum angezogen, zumindest nicht groß genug für Netflix, um eine dritte Staffel zu rechtfertigen. Der Streaming-Anbieter gibt zwar keine spezifischen Zuschauerzahlen für seine Sendungen bekannt, doch laut Deadline schaffte es die zweite und schließlich letzte Staffel von Gente Fight nie in die Netflix Top 10. Die beliebten Babysitters Club Bücher von Ann M. Martin sind für viele Leser, die in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen sind und die herzerwärmenden Geschichten von Kleinunternehmerinnen in einem Vorort von Connecticut verschlungen haben, ein kultureller Meilenstein. Die Bücher wurden schon früher verfilmt, wobei die Netflix-Version, die 2020 Premiere hatte, überdurchschnittlich viel Lob erntete. Trotz dieses großen Erfolgs wurde The Babysitters Club im März 2022 nach zwei Staffeln abgesetzt. In einem Interview mit Vulture verriet die Schöpferin Rachel Schuker, dass die Serie zwar solide Einschaltquoten hatte, aber womöglich nicht so gesehen wurde, wie es für Netflix am besten wäre. Schuker stellte die Hypothese auf, dass der Streaming-Anbieter mehr Ressourcen für Sendungen aufwenden möchte, die sofort nach der Veröffentlichung in einem Rutsch angeschaut werden und neue Märkte erschließen, als für ruhigere Sendungen, die eher ein Nischenpublikum ansprechen. But still. Everyone got a little of what they needed that day. Netflix war hoch motiviert, Space Force zu gewinnen, die im Mai 2020 ihre Premiere feierte. Für Steve Carell war es die Rückkehr zum Serienfernsehen und ein Wiedersehen mit dem The Office-Showrunner Greg Daniels. In einer Satire auf das Regierungsleben während der Amtszeit von Donald Trump spielte Carell einen Luftwaffengeneral, der ausgewählt wurde, um den neuen, noch jungen Militärzweig namens Space Force zu leiten. Mit der zweiten Staffel wurde im Februar 2022 ein neuer Co-Showrunner eingestellt und die Produktion von Los Angeles nach Vancouver verlegt. Diese Änderungen wurden vorgenommen, um die kritische Qualität der Serie zu verbessern und die Zuschauerzahlen zu steigern, sowie die Kosten zu senken. Die erste Staffel gehörte zu den teuersten Sendungen des heutigen Fernsehens, doch die Zuschauerzahlen rechtfertigten einen solchen Aufwand nicht, vor allem nicht nach April 2022, als Netflix einen massiven Abonnentenverlust meldete und einen Wertverlust von 55 Milliarden Dollar hinnehmen musste. Innerhalb einer Woche nach diesem finanziellen Desaster wurde Space Force endgültig eingestellt. Batwoman war Teil des ehrgeizigen und umfangreichen Arrowverse-Programms von The CW, das aus miteinander verbundenen Superhelden-Serien besteht und in dem zunächst Ruby Rose als Heldin Kate Kane und dann Javicia Leslie als kriminell gewordene gefangene Kreuzritterin Ryan Wilder die Hauptrolle spielten. Showrunnerin Caroline Priest verkündete im April 2022 auf Twitter, dass die Serie nicht für eine vierte Staffel zurückkehren wird. Wie Variety berichtete, könnte The CW im Zuge der Vorbereitungen auf einen Besitzerwechsel seine unterdurchschnittlich laufenden Serien absetzen. The CW ist derzeit im Besitz von Warner Media und Viacom CBS, wobei sich die Nexstar Media Group darauf vorbereitet, eine Mehrheitsbeteiligung zu erlangen. Batwoman gehörte in der Sendezeit von 2021 bis 2022 zu den am wenigsten gesehenen Serien des Senders, mit durchschnittlich 760.000 Zuschauern, was einem Rückgang von 20% gegenüber der vorherigen Staffel entspricht. DC's Legends of Tomorrow folgt einer wechselnden Crew von jungen Superhelden, Bösewichten und Schurken, die sich durch Raum, Zeit und das Universum bewegen, um Apokalypsen und andere Bedrohungen der Menschheit zu verhindern. Die Serie war Teil des Arrowverse von The CW, das den Sender in den 2010er Jahren dominierte, seitdem aber schrumpft. In der kommenden Staffel von 2022 bis 2023 werden nur noch die relativ junge Serie Superman & Lois und die neunte und wahrscheinlich auch letzte Staffel von The Flash in diesem Franchise zu sehen sein. Legends of Tomorrow gehörte zu den ältesten und unbeliebtesten Serien des Arrowverse, die nach 7 Staffeln eingestellt wurde und weniger Zuschauer als die verbliebenen Superhelden-Serien anlockte. Berichten zufolge schalteten in der letzten Staffel durchschnittlich nur 860.000 Zuschauer ein. Weniger als einen Monat nachdem sie abgesägt wurde, setzte das CW die Entrümpelung seines Programms und seiner Produktion fort, als es 7 weitere stundenlange Serien absetzte, darunter der Denver Clan, Charmed, 4400, Roswell, New Mexico, In the Dark, Legacies und Naomi. Unzählige Millennials erinnern sich gerne an die aufwendig produzierte Kinderspielshow Die Legende des geheimen Tempels. Wie ein Mini-Abenteuer im Stil von Indiana Jones in einem Wettbewerbsformat traten in der Serie aus den 90er Jahren 6 Duos gegeneinander an, um auf der Suche nach einem unbezahlbaren Artefakt einen angeblich uralten Tempel zu plündern, der von einem sprechenden Steinkopf namens Olmec beherrscht wird.
Wie viele andere Serien aus den 90er Jahren, an die man sich gerne erinnert, wurde auch die Legende des geheimen Tempels im Oktober 2021 bei The CW neu aufgelegt. Diese überarbeitete Version mit größerem Budget verfügt über eine aufwendige Kulisse und zeigt erwachsene Kandidaten anstelle von Kindern. Die Comedian Christella Alonso moderiert die Sendung, während Dee Bradley Barker erneut in die Rolle des Olmec schlüpft, der immer noch so unheimlich beeindruckend ist wie früher. Leider hatte die neu aufgelegte Serie schlechte Einschaltquoten. Berichten zufolge schalteten im Durchschnitt weniger als 300.000 Zuschauer ein. Es ist daher nicht überraschend, dass die Serie im Juni 2022 abgesetzt wurde. Vielleicht ist der Nostalgiewahn, der das Fernsehen in letzter Zeit erfasst hat, endlich vorbei, oder vielleicht hat es die Neuauflage von Legends of the Hidden Temple einfach nicht geschafft, an die Musik des Originals heranzukommen. Von 2021 bis 2022 ist CBS zum 14. Mal in Folge der meistgesehene Fernsehsender in den Vereinigten Staaten. Im Vergleich zu anderen Sendern hat CBS daher höhere und engere Maßstäbe, was einen Hit ausmacht und welche Sendungen es wert sind, neu aufgelegt zu werden. Besonders deutlich wurde dies im Mai 2022, als CBS ein langjähriges Drama und drei Sitcoms mit mittleren bis niedrigen Zuschauerzahlen absetzte. Eine solche Streichung macht Platz für eine Reihe neuer Serien, die den erfolgreichen Krimiserien des Senders ähnlicher sind. Die abgesetzten Serien waren Be Positive, United States of AI und How We Roll sowie das Remake von Magnum PI, das später von NBC übernommen wurde. Gleichzeitig bestellte CBS drei neue Serien, die Polizeiserie East New York, die Anwaltsserie So Help Me Todd und die Feuerwehrserie Fire Country. So Help Me Todd klingt zumindest so, als ob es ab und zu für einen Lacher gut sein wird. Allerdings kann man die Serie nicht wirklich als Komödie bezeichnen und das ist auch gut so für CBS. Maybe I should just let you be who you want to be. Raised by Wolves ist eine der visuell beeindruckendsten Sci-Fi-Serien der letzten Zeit und dreht sich um zwei Androiden, Mutter und Vater, die darauf programmiert sind, sechs menschliche Kinder auf einem gefährlichen fremden Planeten aufzuziehen. Sie gründen eine solide Weltraumkolonie, doch ihre harte Arbeit wird bedroht, als ein theologischer Konflikt ausbricht. TNT hat Raised by Wolves bereits 2018 bestellt, doch erst 2020 sollte die Serie auf HBO Max Premiere feiern. Beide Staffeln der Serie erhielten gute Kritiken, konnten aber die Umstrukturierung hinter den Kulissen nicht überwinden. Im April 2022 fusionierten Warner Media und Discovery Inc. und gründeten ein neues Medienunternehmen, Warner Brothers Discovery. Laut Abubakar Salim, dem Hauptdarsteller von Raised by Wolves, bedeutete diese Fusion das vorzeitige Aus für viele Produktionen, darunter auch die elegante Sci-Fi-Serie. Er äußerte jedoch die Hoffnung, dass die Serie auf einer anderen Plattform fortgesetzt werden könnte, wenn genügend Fans auf eine Rettung drängen. Nach Nancy Drew und The Hardy Boys war Tom Swift von The CW die jüngste düstere zeitgenössische Neuinterpretation einer jahrzehntealten Romanreihe für junge Erwachsene. In Anlehnung an die 1910 erstmals erschienenen Bücher spielt Tian Richards den titelgebenden Milliardär und Technikgenie, der sich mit einer schattenhaften globalen Verschwörung anlegt, die er für das Verschwinden seines Vaters verantwortlich macht. In den Büchern war Tom Swift ein weißer jugendlicher Erfinder, während er in der Serie ein schwuler schwarzer Milliardär in seinen 20ern ist. Diese große Veränderung hat jedoch wenig dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Die Einschaltquoten waren auffallend niedrig. Wie Deadline berichtete, könnte der gewagte Inhalt der Serie der Grund für ihr Ende gewesen sein, da die Nexstar Media Group des CW übernehmen will und Berichten zufolge kein Interesse an Programmen hat, die nicht blitzsauber sind. Die witzige animierte Familien-Sitcom Duncanville von Fox, die im Februar 2020 anlief, ist vollgepackt mit Talenten. Die von Amy Poehler und dem langjährigen Simpsons-Autor Mike Scully mitgestaltete Serie drehte sich um einen mittelmäßigen, aber selbstherrlichen Teenager namens Duncan, der von Poehler gesprochen wurde. In einer typischen Folge lehnt er sich gegen die Kontrolle seiner Eltern auf und treibt sich mit einer Bande von Taugenichtsen herum. Leider konnte sich Duncanville bei Fox, das mehr Zeichentrickserien in Produktion als es Platz in seinem sonntäglichen Animationsblock hat, nicht durchsetzen. Neben etablierten Hits wie Die Simpsons, Bob's Burgers und Family Guy und neueren Produktionen wie Housebroken und The Great North musste der Sender auch Platz für die neuen Zeichentrickserien Krapopolis, produziert von Community-Schöpfer Dan Harmon, und Grimmsburg mit John Hamm in der Hauptrolle schaffen. Die Einschaltquoten von Duncanville Staffel 3 waren mit durchschnittlich 530.000 Zuschauern pro Folge so schlecht, dass Fox die Serie aus dem Programm nahm und irgendwann sechs nicht ausgestrahlte Episoden auf Hulu veröffentlichen wird. Leaving by. Why Women Kill ist eine düster-komische Krimi-Anthologie, die die Ereignisse beschreibt, die zu den titelgebenden Morden führen. Die erste Staffel, die 2019 auf CBS All Access ausgestrahlt wurde, handelte von drei verschiedenen Zeitabschnitten, in denen das gleiche Haus in Pasadena und Betrug eine Rolle spielten. Staffel 2 folgte 2021 auf dem CBS All Access-Nachfolger Paramount Plus mit einer eigenständigen Geschichte über eine neue Figur, die dazu getrieben wird, einen Mord zu begehen. Im Dezember 2021 bestellte Paramount Plus eine neue Folge von Why Women Kill.
Berichten zufolge stand die Serie weit oben auf einer Top-10-Liste der beliebtesten und meistgesehenen Serien des Streamers. Die neuen Episoden gingen in die Vorproduktion, doch am 1. Juli 2022 änderte Paramount Plus seinen Kurs und entschied, dass man Why Women Kill nicht mehr sehen wollte und stellte die Serie nach nur 2 Staffeln ab.